Ein militärischer Patient. Sein Name RF-4E Phantom. Die ärztliche Diagnose noch unbekannt. Auch Waffensysteme plagt manchmal ein Wehwehchen, wie diese Phantom vom Aufklärungsgeschwader Immelmann in Bremgarten. Da heißt es dann, Hosen runter, um dem Defekt auf die Spur zu kommen. Ist der Fehler entdeckt, hilft das Ersatzteillager. Und hier endet der Vergleich mit dem menschlichen Patienten. Denn bei ihm können trotz großer Fortschritte in der Medizin erst wenige Originalteile durch Ersatzteile ausgetauscht werden. Für diese Phantom aber hält das Materialkontrollzentrum mit seinen angeschlossenen Lagerdepots alles bereit. Zum Beispiel in der Untertageversorgungsanlage Neckarzimmern, 150 Meter unter der Burg Hornberg. Einer der früheren Besitzer hieß Götz von Berlichingen. Seine oft zitierte Aufforderung könnte als Motto über dem Eingang des unterirdischen Depots stehen. Für einen möglichen Gegner natürlich. Jeden Morgen fahren die 650 Soldaten und Angestellten im Bus in die betonierten Maulwurfgänge ein. 11 Jahre, von 1961 bis 1972 wurde an diesem Depot gebaut. Heute gleicht es mit Fahrstühlen, weitläufigen Korridoren und 35 Kilometer langen Verkehrswegen einer modernen Büro- und Lagerhausanlage. Hausherr in der vollklimatisierten Unterwelt bei Neckarzimmern ist das Luftwaffenversorgungsregiment 4. Sein Auftrag lautet, Versorgung der Luftwaffe und der Marine mit Luftwaffenmaterial. Die Untertagebelegschaft erhält als Ausgleich für das fehlende Tageslicht 75 Mark pro Monat, als, wie es offiziell heißt, Grubenaufwandsentschädigung. Elektronische Datenverarbeitung, eines der modernen Betriebsmittel, die notwendig sind, um die Übersicht über die fast 65.000 Artikel im Depot zu behalten, um schnell und präzise die Anfrage der Truppe zu beantworten. Computer haben die wichtigsten technischen Daten aller Artikel auf Mikrofilm übertragen. Eine einzige Mikrokarte enthält bis zu 20.000 Datenkontrollwerte über Qualität, Stückzahl oder Gewicht der Materialien, die täglich von in- und ausländischen Firmen angeliefert werden. Eingang Bahnrampe? Ja. Ja. Die Kommandozentrale für den unterirdischen Transportverkehr. Im Fachjargon die Betriebsablaufsteuerung. Bis zu 30 Eisenbahnwaggons und LKW müssen täglich über das Verkehrsnetz an die Laderampen dirigiert werden. Die Bahnrampe Platz 9 bis 13 entladen. Rund 10.000 Sendungen pro Tag werden an den Rampen umgeschlagen. Das heißt in der Praxis, angeliefertes Material wird ausgeladen und für die vorgeschriebene Kontrolle bereitgestellt. Auszulieferndes Material für die Verbände in Waggons und LKW verstaut. In einem gesonderten Lagerraum unweit der Rampen müssen die Pakete und Kisten ihr Innenleben offenbaren. Kontrollmeister prüfen zuerst, ob die Sendung überhaupt bestellt wurde. Dann folgt die Kontrolle der Stückzahl, des äußeren Zustandes und anderer Merkmale. Per Rohrpost gelangen die Daten zum allwissenden Computer, der sie mit schon vorliegenden Angaben vergleicht und sie dann ebenfalls speichert. Gewertet und gewogen gehen sie dann auf die Reise in die Depots. Ihren Platz bestimmt das lückenlose Lagerortsystem. Denn nur mit Hilfe einer zentralen Lagerkarte kann nach der Anfrage eines militärischen Kunden festgestellt werden, ob, wie viel und wo das gewünschte Material lagert. Eine Flurförderanlage beschleunigt und automatisiert diesen Bereich des unterirdischen Verkehrs. Per Knopfdruck wird die Route und Zielort eingegeben. Mögliche Unfälle verhindert eine Bremsautomatik, die sofort ausgelöst wird, wenn ein Gegenstand in die Fahrbahn ragt. Die Lagerregale wurden eigens für die Lagerstollen konstruiert. 10 Meter hoch, in 4 Etagen unterteilt, aufnahmebereit für 35.000 verschiedene Versorgungsartikel. In
Neckarzimmern wird vor allem Material für die Waffensysteme F-104, RF-4E und die F-4F Phantom gelagert, die aus dem Depot unter der Burg Hornberg vorrangig bedient wird. Womit wir wieder bei unserem Phantompatienten sind. Da in Neckarzimmern weder Lochkarte noch Computer streikten, hat er tatsächlich seine Ersatzteile bekommen. Der fluglahme Vogel ist wieder munter. Bis zur nächsten, hoffentlich harmlosen Unpässlichkeit.